Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Conquest. Im letzten Part haben wir die Königreiche Fontaine und Violite erobert. Ich habe jetzt offscreen den Kampf gegen Violite noch einmal wiederholt und konnte ein paar mehr Krieger rekrutieren, als bei dem Durchlauf, den ihr gesehen habt. Das hier ist unsere momentane Armee. Ja, merkwürdig. Ich werde jetzt erklären. Ich habe mir Gedanken gemacht. Und zwar möchte ich langsam aber sicher eine Armee aufbauen, die ich immer mit in den Kampf nehmen kann. Denn wenn ich die Pokémon immer wieder austausche, dann, wie soll ich sagen, je mehr Pokémon ich benutze für die Kämpfe, desto schwächer sind wir insgesamt, weil sich die Stärke auf die ganzen Pokémon verteilt. Deswegen möchte ich ganz gerne eine Armee haben, die ich immer benutzen kann. Vielleicht ein paar Ersatzkrieger, die dann aber besonders stark ist. Klar, Evoli bleibt sowieso im Team. Ich konnte die Kriegsherrin von Violite rekrutieren. Das Shinox ist zwar nicht so extrem stark, aber Luxtal wird später auf jeden Fall richtig gut werden. Ich habe Glumanda wieder ins Team geholt, weil ich mir gedacht hatte, Glurak später ist sicherlich auch nicht verkehrt. Flumpy bleibt auch erstmal im Team, wahrscheinlich nicht endgültig, aber erstmal schon, weil Flumpy ziemlich stark ist. Und Voltilam auf jeden Fall auch, weil Amphi später auch ziemlich gut sein wird. Ist dann ungefähr auf der gleichen Stufe wie Luxtra, hat auch die gleichen Attacken. Und ich dachte mir, Elektro-Pokémon können nicht schaden. So, ihr seht, wir haben Feuer im Team und Elektro. Pflanze, da bin ich sowieso nicht so der Fan von. Uns fehlt aber definitiv noch Wasser. So, ihr seht, ich habe Olchi in Fontaine positioniert. Denn ich möchte, dass sie sich hier mit einem Pokémon verbindet. Ich mag Pummeluff. Ich mag später auch Knuddeluff gerne. Nur, ich bin kein Fan von Normal-Pokémon in diesem Spiel. Und ich hätte ganz gerne noch ein Wasser-Pokémon im Team. Deswegen soll sich Olchi mit Plinfa verbinden. Was man hier kriegen kann. Wir haben zwar schon jemanden mit einem Plinfa im Team. Jedoch ist das Plinfa nicht sonderlich stark. Und ich möchte sowieso, dass Olchi ein anderes Pokémon bekommt. Deswegen bietet sich das an, ihr eben ein Plinfa zu besorgen. Und dann seht ihr auch mal, wie das mit dem Verlinken hier funktioniert. Und ich habe bei meinem privaten Durchspielen schon mit Empoleon gespielt. Das war echt praktisch. Nee, du bist das falsche Plinfa. Du leuchtest auch so. Dich will ich haben. Das heißt, Pummeluff bewegt sich jetzt langsam auf Plinfa zu. Da sind... Ja, du gehst mal hier mit hin. Du kannst dem Felino nicht wirklich was anhaben. Also wartest du auch mal hier. Das Plinfa möchte ich nicht angreifen. Das soll sich ja, wie gesagt, mit Olchi verlinken. Ich bin ja auch ein Fan von dem kleinen Pinguin. Und wie gesagt, wir brauchen noch ein starkes Wasser-Pokémon im Team. Deswegen habe ich mir gedacht, verlinkt sie sich einfach mal mit Plinfa. Man muss dazu sagen, jedes Königreich in diesem Spiel gehört einem bestimmten Typ an. Es gibt 17 Königreiche und 17 Pokémon-Typen. Dementsprechend passt das. Jetzt stehst du auf dem Wasser, das ist etwas ungünstig, denn... Gehe ich mal hier so hin, in der Hoffnung, dass ich endlich zu dem Plinfa komme. Und dementsprechend, wenn wir ein Wasser-Pokémon haben wollen, dann müssen wir uns eins hier in Fontaine suchen. Ich hatte ja auch ganz am Anfang gesagt, dass ich nicht weiß, welchem Typ Aurora jetzt angehört. Aber natürlich, Aurora ist normal. Schon alleine wegen Pummeluff und Evoli. Treffe ich das Carpador? Ja. Carpador ist eigentlich auch ziemlich gut, weil Gyarados später ziemlich stark ist, aber es kann leider nur Platscher. Ah, sehr gut. Das mit dem Verlinken ist gar nicht so kompliziert. Man kann es aber auch vergeigen. Dementsprechend muss ich mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme auf Anhieb. Wahrscheinlich im zweiten Versuch. So, darf ich jetzt wieder... Nein, noch nicht ganz.
Man muss natürlich nur aufpassen, dass man das richtige Plinfa besiegt, sonst hat man ein Problem. Ich hatte überlegt, ob ich Pichu ins Team nehmen soll, weil Raichu später richtig, richtig stark ist. Aber ich habe mich dann doch für Shinox und Voltilam entschieden. So, ihr seht jetzt dieses Zeichen über Plinfas Kopf. Das gibt es in Bronze, Silber und Gold. Und das zeigt eben, wie gut wir uns damit verlinken könnten. So, Link. Zu Plinfa. So, die Verbindungslichter fliegen auf uns zu. Und wir sollen den A-Knopf drücken, sobald dieses Licht eben diese Stelle erreicht hat. So, Krieger und Pokémon haben ihre Verbindung so ein bisschen aufgewärmt. So, und desto besser unser Timing ist, desto näher kommen wir dem Pokémon. Und ich muss sagen, da ich null Rhythmusgefühl habe, ist das etwas schwierig für mich. Und wenn wir dem Pokémon nah genug gekommen sind, dann können wir uns verlinken. Und dann müssen wir den Kampf auch noch gewinnen, sonst können wir das Pokémon nicht mit uns mitnehmen. Let's try! So, wir sind auf jeden Fall schon mal aufgewärmt. Wir sind nämlich jetzt viel näher mit Plinfa verbunden. Das, was wir jetzt erreicht haben, also diese... Ihr habt ja die Leiste gesehen und die leert sich jetzt auch nicht wieder. Also die Leistung, die wir jetzt schon hatten, die bleibt so. Das heißt, im nächsten Zug können wir uns mit Plinfa verbinden. Und dann haben wir ein tolles Wasser-Pokémon in unserem Team. Und ich hatte eigentlich vor, in diesem Part dann Cresselia herauszufordern. Ich vermute aber, ich werde nach diesem Kampf noch mal ein bisschen was an Training hinlegen, damit wir stark genug sind. Mir hatte vor einiger Zeit mal jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob es ein er oder eine sie war, dass er oder sie Angst hat, was zu verpassen, wenn ich was offscreen mache. Das kann ich verstehen. Du mich auch. Wenn man das Spiel nicht kennt, dann kann man da auf jeden Fall Angst haben, dass man irgendwas verpasst. Nur ich mache wirklich nichts Wichtiges offscreen. Also Sachen wie jetzt diese Verlinkung, die seht ihr, und wenn sich ein Pokémon weiterentwickelt, dann werde ich euch das auch zeigen. Nur dieses stupide Trainieren, das schneide ich auf jeden Fall raus. Das würde einfach zu lange dauern. Also ihr verpasst nichts, keine Sorge. So, wir verlinken uns mal wieder mit Plinfa. So, das war's auch schon. Einfach den A-Knopf smashen, das reicht. Komm mit mir, Plinfa. Und wir haben uns erfolgreich mit Plinfa verbunden. Sehr schön. Wir stellen uns mal hier hin. Absorber. Wir können Pichu leider nicht gegen das Felino benutzen, weil Felino Wasserboden ist. Deswegen müssen wir uns um das Plinfa kümmern zuerst. Also ich kann euch wirklich sagen, jetzt ist vielleicht Plinfa noch ein bisschen schwächer als Pummeluff, aber später wird sich das auf jeden Fall lohnen. Greife ich dich jetzt erst an? Nö, ich greife dich erst an. Weil sowohl Pliprin als auch Empoleon richtig stark sind. Klatsch. Und du bewegst dich mal hier so hin. Ich habe ja auch ein Venofliebis in meinem Team, was ja eigentlich auch ziemlich stark ist. Jedoch entwickelt es sich leider nicht mehr. Das heißt, am Anfang ist Venofliebis richtig stark, später nicht mehr ganz so. Deswegen habe ich mir gedacht, wir verzichten auf Venofliebis. Du greifst die beiden an, okay, kannst du gerne machen. Und wie gesagt, Pichu hätte ich auch gerne ins Team aufgenommen, aber Pichu hat so eine richtig miese Verteidigung. Und ja, da hatte ich nicht so viel Lust drauf. Double Slap. Wie gesagt, Pummeluff ist richtig gut, ist vor allem auch ein Tank. Aber ich habe dann wirklich gerne was, was ein bisschen mehr Schaden macht. Und vor allen Dingen, was auch effektiv ist gegen andere Typen. Und nicht immer nur eine neutrale Wirkung hat. So, ja, ich bin gut. Danke.
An Pichu kann ich hier gar nichts machen, weil wie gesagt, Pichu kann Felino nicht schaden. Zack, Käferbiss. Und sollte Venusfliebis da jetzt drankommen, dann ist die Runde jetzt auch gelaufen. Ja. Ich glaube, Venusfliebis könnte Felino auch one-hitten. Oh ja. Naja. Zack. Das war's. Damit haben wir diesen Kampf gewonnen. Klar, die werden jetzt alle stärker, was eigentlich egal ist für uns. So. Achso, ich kann euch rekrutieren, das ist schön. Will ich aber eigentlich gar nicht. Aber okay. Kann ja nicht schaden, deswegen nehme ich euch einfach mal mit. Ihr könnt mal nach Aurora. Da ist nämlich noch Platz. So. Du kannst auch nach Aurora. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Partnerwechseln mache. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr so. So, ich hätte gerne Plinfer. Okay, das war's schon. Sehr gut. Und marschieren kann ich jetzt nicht mehr. Okay, dann gehen wir, glaube ich, zum nächsten Monat mal über. Ah, wir können jemanden rekrutieren, das ist schön. Ja, bitte. Die Frage ist, in welches Schloss gehst du? Nee, du passt da noch rein. Okay, wunderbar. Sehr schön. Dann kann Oichi jetzt wieder zu uns stoßen. So, einmal hier. Mit dem Luftschiff. So, und da ich ja immer noch ein bisschen Bedenken habe, dass irgendwer uns angreifen könnte, gehst du mal bitte noch darüber. So, dann sollten wir eigentlich sicher sein. Okay, so sieht unsere Armee momentan aus. Evoli, Plinfer, Shinox, Glumanda, Flampi und Voltilam. Wir haben eine Stärke von 834, die haben 641, das reicht eigentlich. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt noch ganz kurz ein, zwei Kämpfe machen offscreen. Zumindest um Plinfer noch ein bisschen zu stärken. Und dann sehen wir uns wieder zum Kampf gegen Cresselia. Bis gleich. So, kurze Unterbrechung. Ich habe nämlich ein bisschen trainiert, war im Shop und jetzt sehen wir unsere allererste Entwicklung in diesem LP. Denn Pokémon können sich entwickeln, wenn der Link zwischen Partner und Pokémon ein bestimmtes Level erreicht hat, beziehungsweise wenn die KP oder der Angriffswert hoch genug ist. Und wir sehen jetzt eben hier, wie sich Shinox entwickelt. Sehr schön. Damit hat sich Gincius Shinox zu Luxio entwickelt. Exzellent. So, du bist also nun ein Luxio. Ich fühle mich sogar noch stärker mit dir. Ich werde noch stärker werden, wenn wir zusammenbleiben. Sehr schön. Nee, wir können uns mal eben, wenn ich schon jetzt einmal wieder dabei bin, Luxio angucken. Haben wir hier. Das sind die Werte. Beherrscht jetzt Discharge. Ist, glaube ich, Ladungsstoß oder so. Kann es sein? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall schon ziemlich stark. Das war unsere erste Entwicklung in diesem Spiel. Sowas zeige ich euch natürlich auch. Das schneide ich nicht raus. Ach ja, ich freue mich darüber. Werden auch noch viele andere folgen, das auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, ich trainiere noch mal eben weiter. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Hier seht ihr jetzt unsere Armee. Ich würde sagen, die ist eigentlich relativ ausgeglichen. Wir haben Wasser-Pokémon, Elektro, Feuer und ein wunderbares Luxio. Ich freue mich da total drüber. Ist eben die erste Entwicklung in diesem LP. Dementsprechend ist das schon sehr schön. Und ich würde sagen, wir wagen uns
an den Kampf gegen Cresselia. Battle. Lady Svenja, Cresselia ist ein Königreich, das viele Käfer-Pokémon enthält. Feuer-Pokémon, Flug-Pokémon und Gestein-Pokémon werden sehr effektiv sein. Aber Pflanzen- und Psycho-Pokémon werden ein Problem haben. So, ihr kommt mal alle mit. Ja, ich bin bereit. Genau. Zusammen mit Luxio schaffen wir das. Das Königreich von Cresselia. Und dieser Kriegsherr ist einfach nur merkwürdig. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Oh, Pokémari ist wirklich ein wunderbarer Spaß. Lord Yoshimoto, jemand ist gekommen, um dich zum Kampf herauszufordern. Und das kleine Tanzer hier wird immer hinreißender von Tag zu Tag. Lord Yoshimoto! Oh, dieses Gesicht. Dein Gegner in diesem Kampf ist Svenja. Svenja? Ist das der eine, der sein Territorium im Norden ausbreitet? Oder der andere? Ach, es ist auch egal. Solange sie Pokémari mit mir spielen möchte, ist es egal. Lord Yoshimoto. Los, Svenja, zum Schlachtfeld, wo wir Pokémari spielen können. Ich will nicht. So. Der Kampf gegen Yoshimotos Armee beginnt. Bitte besonderes Augenmerk auf die Musik richten. Wir haben Evoli, Plinfa, Luxio, Glumanda, Flampion und Voltilam. Und auf der Gegnerseite haben wir Tanzer, Toxipet, noch ein Toxipet, Seemops und Stravickel. Es wäre mir fast der Name entfallen. Dieses Schlachtfeld ist so designt worden, dass wir Pokémari genießen können, während wir kämpfen. Ich habe keine Ahnung, was Pokémari ist. Also klar, Pokémari ist schon ein Eigenbegriff, den gibt's nicht. Aber es ist ja von irgendwas abgeleitet. Also dieses Spiel wird es wahrscheinlich in Wirklichkeit geben, ich kenne es aber nicht. Ja, wir werden anfangen, ohne viel Lärm zu machen. Das Schlachtfeld sieht wie folgt aus. Relativ quadratisch, wir können uns natürlich hier auf diesen Steinplatten bewegen und diese Konstruktion hier sorgt dafür, dass diese Pokémari-Bälle vom Himmel fallen. Die nehmen uns zum einen Platz weg und zum anderen können wir die attackieren. Wenn ich jetzt von hier aus angreife, dann rollt der Ball in diese Richtung. Wenn da Pokémon stehen, bekommen die Schaden und dann rollt der Ball aus dem Sichtfeld raus. Können wir mal einfach spaßeshalber machen. Wenn ich jetzt diesen Ball hier angreife, dann rollt der bis aus dem Feld. Und wenn da jemand gestanden hätte, hätte das ziemlich wehgetan. Wobei, warte, was hast du als Kriegerfähigkeit? Ach, immer noch Sweet Song. Okay, das ist super. So, und Luxio geht mal hier hin. Also Luxio ist schon echt stark. Also wenn man bedenkt, dass Shinux eigentlich eher eins der schwächeren Pokémon war, da ist Luxio schon echt ziemlich stark. Na toll! Da hat einfach einer einen Zaun aufgestellt. Aber so eine Entwicklung ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Man kann die ja auch stoppen. Wäre aber dumm, weil die Pokémon wirklich wesentlich stärker werden. Du hast auch Käferbiss als besondere Fähigkeit und jetzt schubst du mir den Ball ins Gesicht. Naja, dann sehen wir das auch mal. Autsch, und das macht richtig viel Schaden. Ihr habt gesehen, 21 KP. So, das heißt, Plinfa ist jetzt ja auch noch ein bisschen schwächer, wird sich aber ja auch irgendwann entwickeln, wenn der Link zu Oichi stark genug ist. Und Plieprin ist schon sehr, sehr stark. Du bleibst da oben stehen und du wirst wahrscheinlich jetzt auch Giftstachel machen, natürlich. Autsch, bin ich vergiftet? Nein. Yay, noch mehr Pokémari-Bälle. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Da sind zwei, da sind drei.
Nee. Du positionierst dich einfach mal hier, würde ich sagen. So, Glumanda. Problem ist, die Glut. Wenn ich mich hier hinstellen würde, die Glut würde Toxiped nicht treffen. Also greife ich. Nee, das kann ich ja auch nicht machen. Ja, das ist doof. Dann bleib du mal hier stehen. Kannst du eine Wasserattacke? Nee, eine Eisattacke. Okay, das ist gut. Du kannst mal den Ball angreifen. Ich meine, Seemops wirkt hier schon ein bisschen fehl am Platze. Autsch, autsch, sehr gut. So. Du bewegst dich mal in diese Richtung hier. Und jetzt können wir mal unsere neue Attacke ausprobieren. Discharge. Trifft einmal alle Felder um uns herum. Das heißt, das ist schon echt praktisch. Es sieht echt aus wie Ladungsstoß. Würde ich jetzt wirklich mal drauf tippen. Ich kenne die deutsche Übersetzung nicht. Weil Discharge hört sich so extremst weit hergeholt an irgendwie. Also Sachen wie Thundershock oder Thunderbolt, da sieht man natürlich noch die Verbindung. Donnershock, Donnerblitz, aber in dem Fall ist es echt komisch. Alle auf Voltilam, wie gemein. Aber eigentlich sollte der Zaun jetzt auch verschwinden. Aber Pulverschnee ist nicht ganz so schlimm. Problem ist, der Ball bewegt sich jetzt. Au! Macht das viel Damage. Der Ball muss wirklich richtig schwer sein, wenn er so viel Schaden macht. Okay. Yay! Mehr Pokémari-Bälle. Ah, der Zaun ist weg. Okay. Interference? Ah, okay. So. Okay. Eigentlich kannst du ja mal... Was passiert, wenn ich die Range erhöhe? Komme ich dann um das Seemops rum? Wir werden das herausfinden. Nein, leider nicht. Ich dachte, ich könnte mich dann vielleicht hier irgendwie positionieren. Okay, dann bleiben wir hier stehen und greifen das Tanzer einfach an. Zack. Was ist das? Aua. Das hat mir auf jeden Fall wehgetan. Ich denke, ich will das Toxiped angreifen. Ich könnte auch Mopsy angreifen, aber in dem Fall ist das wahrscheinlich sinnvoller. So, du kannst vielleicht mal hier einen Angriff starten. Mit Blubber. Man muss sich das schon genau überlegen. Und man muss das Spielfeld hier ausnutzen. Und das habe ich in dem Fall getan. So viel Schaden hätte Plinfa von alleine nie gemacht. Jetzt stellst du dich hier hin, machst einen wunderschönen Ladungsstoß auf die beide. Das sollte ordentlich wehtun. Ja. Und damit ist Toxiped schon mal K.O. So, Flumpy. Du stellst dich mal hier hin und kannst das Tanzer sogar schon besiegen. Sehr gut. Ich finde sowieso, es ist ein bisschen komisch, dass er einen Tanzer hat. Ich finde, Tanzer ist jetzt nicht so das extrem starke Pokémon, dass ich sagen würde, okay, sowas kann ein Kriegsherr wirklich haben. Also so ein Forstelka hätte ich irgendwie besser gefunden, aber gut. Was hast du als Fähigkeit? Ah, du hast auch Top Speed. Okay. Okay. Das ist natürlich praktisch. So eine größere Range kann nämlich wirklich Vorteile mit sich bringen. Autsch. Ich sollte in der nächsten Runde das Gift vielleicht mal heilen. Und generell vielleicht mal meine Pokémon heilen. Oh, jetzt kriege ich Angst. Dieses Stravikel ist so stark. Aber es geht eigentlich. 13 Schaden ist schon mal nicht schlecht. So. Ich denke mal, gegen Pugilis können wir aber in diesem Part nicht mehr kämpfen. Das dauert dann doch ein bisschen zu lange, denke ich. Pulverschnee. Ja, das kann man auch ableiten. Also Powder Snow hört sich schon so an wie Pulverschnee. Mehr Bälle! Aber die fallen uns nie auf den Kopf. Ich weiß gar nicht, ob die das können.
Ja, da ist eine Falle, da möchte ich eigentlich nicht hin. Dann bleibe ich mal hier stehen und greife das Toxipad an. Tschüss. Oh, nö. Aber wir können die Vergiftung jetzt auch heilen. Denke ich. Ah, du kannst nochmal angreifen. Aber wo stelle ich dich jetzt am besten hin? Beseitige mal die Bälle. Die stören mich sowieso. Oder zumindest den einen Ball. Und wir haben noch einen Trank bekommen. Oh, was habe ich jetzt? Ich habe den Supertrank weggedrückt, weil ich zu schnell gedrückt habe. Ich bin so schlau. Wir heilen mal die Vergiftung von Evoli und Voltilam. Und dann habe ich ein Problem, weil ich hier stehen müsste oder da, wo Glumanda steht. Also stelle ich mich hier hin. Du kannst aber angreifen. Ich höre einen Staubsauger. Ich hoffe, den hört man in der Aufnahme nicht. Das wäre nämlich voll doof. Moment, ich wollte doch Sweet Song benutzen. Sehr schön. Wobei, mir fällt gerade so ein, das ist eigentlich dämlich, dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Diese Fähigkeiten, Sweet Song und Top Range und so weiter, die hängen ja nicht von dem Pokémon ab, sondern von dem Krieger. Und Olchi hat eben die Fähigkeit Sweet Song und dementsprechend hat Plinfa das jetzt eben auch. Und jedes andere Pokémon hat ja diese Fähigkeit auch. Die besondere Fähigkeit, die Pummeluff hatte, ist dieses Wiegenlied. Klar, die hat nur Pummeluff. Stimmt. Ist vollkommen egal, welches Pokémon wir haben, die Fähigkeit bleibt. 120 Gold, damit kann ich leben. Zack. Aber wenn irgendwer von euch dieses Spiel kennt, so und so Mari, denke ich mal, dann könnt ihr mir das gerne sagen, weil ich kenne es nicht, aber es wird schon irgendwie irgendwo herkommen, wollte ich sagen. Ja, da ist die Falle, da möchte ich mich auch nicht draufstellen. Dann machst du mal die Fliege. Du machst wieder schön Donnerschock und das sollte dann auch ausreichen, um das Seemops zu besiegen. Mareep! Sehr schön. Und das war's. Damit gehört das Schloss von Cresselia uns. Victory! Wie schaut's hier aus? Sehr gut. Das gab echt viele Punkte. Wir haben noch einen Trank bekommen, okay. Und wir können sogar ganz viele Pokémon rekrutieren. Oh, also ist der Kampf vorbei. Kein Spaß mehr. Lord Yoshimoto, du musst verstehen, als Resultat, dass du den Kampf verloren hast, bist du nicht länger der Kriegsherr von Cresselia. Oh. Oh. Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. So, wir haben den Sieg errungen. Und ich würde sagen, wir rekrutieren die auch ruhig mal. Seemops ist auch gar nicht schlecht. Aber ich glaube, Seemops kann nur Eisattacken. Ihr könnt noch Violite, da ist jetzt sowieso keiner mehr. Also Seemops wäre auch eine Überlegung wert, den mitzunehmen. Muss ich mir mal schauen. Aber... Oh ja, Voltilam entwickelt sich! So, unser Voltilam hat sich in ein Vati verwandelt. Wow. Mehr hast du nicht zu sagen. Super. Also die mit ihrem Luxio, die hat ein bisschen mehr zu sagen. Könnte aber auch daran liegen, dass sie Kriegsherrin war. Vielleicht haben die generell mehr Text. Kann ja sein. So, ja, bitte einmal zum nächsten Monat übergehen. Schaut auch ganz gut aus in unseren Schlössern. Kek'Arbor. Von mir aus. November, ja, 2. Ein Gentleman möchte eine Audienz mit mir, okay.
Hallo, Jüngling. Wir haben uns noch nicht vorher getroffen. Ich untersuche Pokémon hier in Ransei seit einer langen, langen Zeit. Aber ich denke, es ist an der Zeit, zurückzutreten. Aber bevor ich das tue, werde ich ein bisschen was von meinem Gelehrten mit dir teilen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann komm zu mir. Stats, was sagt er mir denn da? So, Attacke, Verteidigung und Geschwindigkeit, also sowas wie Initiative. Klar, mehr Schaden, mehr Verteidigung ist, glaube ich, klar. Und Speed heißt... For the most to hit the enemy while also making it easier. Ach so, mit der Geschwindigkeit können wir besser ausweichen. Ah, okay. Sehr schön. Was steht bei Move Ranks? Ach so. Wenn diese Fähigkeiten stärker sind, dann werden leichter Bonuseffekte ausgelöst. 100% Link. Okay, das reicht erstmal. Gut, wir haben jetzt eine Stärke von 1032 und die hier haben eine Stärke von 873. Also wir sollten sie eigentlich schlagen können. Ich gehe mal hier nach Cresselia rein. So, wir haben hier wieder einen Ort, wo wir trainieren können. Hier haben wir wieder eine Mine, um nach Gold zu graben. Und einen Shop. Und mehr haben wir nicht. Okay, aber sieht hübsch aus mit dem Meer, würde ich sagen. Ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch Schluss. Ich denke wirklich viel trainieren werde ich jetzt nicht mehr. Sodass wir dann im nächsten Part den Kampf gegen Pagilis und die dortigen Kampf-Pokémon angehen können. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Conquest und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Ciao, Leute!